Servus Freunde und hallo und herzlich willkommen und zur 14. Ausgabe von Bier zur Mikes. Und diesmal, hoffentlich, wir wissen noch nicht, ob es funktioniert, mit zwei Videos. Also mit einem Video, aber mit zwei Gesichtern dahinter. This is me face, this is Ben's face. Ich weiß noch nicht, auf welcher Seite er sitzen wird gleich. Und das sind unsere wunderschönen aufgeräumten Büros. Ja, guten Tag. Peinlich, aber real. That's how we live. Naja, peinlich, aber real. Wir haben Gründe. Genau. Vielleicht, ja. Vielleicht auch nicht. Aber it is wie it is, wie man in meiner Heimat so schön sagt. So ist es. Ja, herzlich willkommen zur 14. Ausgabe. Ich wiederhole mich. Es ist abends. Es ist, glaube ich, die zweite Abendaufnahme, die wir generell bisher gemacht haben. Wirklich? Und nach 5 Minuten oder eigentlich eher 15 Minuten rumprobieren, wie wir das mit dieser Videoaufnahme hinbekommen, sind wir jetzt endlich on air. Oder on Aufnahme. On Aufnahme. Wobei ich sagen muss, dass das mit der Verzögerung eher meine Schuld war, weil ich noch versucht habe, meine Kamera so einzustellen, dass ihr nicht so viel von diesem Chaos hier seht. Was überhaupt nichts macht. Also wir sitzen ja jetzt hier unten nehmen auf und das eine Woche, nachdem wir vorher aufgenommen haben. Und das ist schon mal aktuell für uns ein Erfolg. Stimmt. Von daher eigentlich ist optimal. Müsste aber mit meinem Kopf etwas höher gehen, damit die Leute nicht sehen, dass ich mein Mountainbike an der ausgefahrenen Dropperstütze aufgehängt habe. Oh. Mhm. Böse, es gibt Hate-Kommentare. Böse, böse. Ja. Apropos Mountainbike. Ja. How was your week? My week ging so, aber das Mountainbike hängt da ohne Hinterrad, wie ihr seht, weil was Witziges passiert ist. Und zwar alle Leute, die in Zukunft mal Mountainbike-fähigen Tubeless aufsetzen, schaut nicht nur auf die Reifen-Maximaldruckanzeige. Also ich mache das normalerweise so, ich setze den Reifen auf und pumpe dann einmal bis zum maximal erlaubten Druck, damit er sich setzt. Dann kommt die Milch rein, dann mache ich das nochmal. Ja, da habe ich nachher herausgefunden, dass die Felge von einem nicht näher genannten Schweizer Anbieter nur bis 2,8 Bar zugelassen ist und der Reifen bis 4. Oh. Und dann hat es bumm gemacht. Was ist denn das für eine Felge? Also. Das ist ein relativ guter Mountainbike-Systemlaufradsatz. Der hat schon so krass Hündertchen gekostet. Also aber war das ein Tubeless Ready-Laufradsatz? Ja. Oder? Ja, sogar mit Band ab Werk. Also mit Tubeless-Verklebung ab Werk und alles. Aber tatsächlich, je nachdem, wie breit der Reifen ist, ist der, und das war jetzt ein 2,3er, ist der nur bis 2,8 Bar freigegeben. Die Felge. Wusste ich auch nicht, habe ich danach festgestellt, weil jetzt mein ganzes Arbeitszimmer, was ihr nicht seht zum Glück, voller Tubeless-Milch ist. Aber 2,8 Bar ist ja der Reifen noch nicht mal. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nur das Handbuch im Nachhinein gelesen und es steht auch auf einem ganz kleinen Aufkleber auf der Felge drauf. Ja, die Felge ist jetzt auf jeden Fall schon verbogen. Was? Ja. Ich schätze mal, also ich werde jetzt mal schauen, weil einen Zentrierstand habe ich keinen und ich habe auch keine Ruhe für sowas. Ich werde es jetzt mal meinem Fahrradschrauber des Vertrauens geben und mal gucken, ob der die Felge retten kann. Sonst bin ich genervt. Ja, wie krass ist der Schlag? Also wie viel Zentimeter ungefähr? Och, es geht schon so, es eiert schon so 1 bis 1,5 Zentimeter in beide Richtungen. Ja, mit Glück könnte man es aber noch hinbekommen. Ja, eventuell. Also kommt halt drauf an, ob ich hab's komplett einmal rundherum nachgeprüft, so, aber man weiß halt nicht, ob er irgendwo einen Nippel rausgezogen hat oder eine Gewinde irgendwie rausgezogen hat. Also die Speichen sind zwar alle fest, aber gut, mal gucken. Also ein paar sind ein bisschen lockerer, aber ich habe jetzt nicht geguckt, ob es irgendwo eine Major Damage gibt. Mhm. Major Damage. Major Damage. Genau. Ja. Ja, dein Fahrradfahren in der letzten Zeit war hoffentlich erfolgreicher. Mein Körper hat eher gelitten. Okay. Also es war erfolgreich, aber bei mir hat nicht das Material gelitten, sondern der Körper. Okay. Das Montag war sau anstrengend. Für die Leute, die es auf Instagram noch nicht gesehen haben, ich war seit von Sonntag bis Mittwoch war ich in Saalbach-Hinterglemm mal wieder Fahrradfahren, weil ich nur Resturlaub abbauen muss und da
Hat man nichts Besseres zu tun, als Fahrrad zu fahren. Und ich hatte diese dumme Idee, diese neue The Challenge in Salbach mir anzulachen. Das heißt, 91 Kilometer Enduro-Tour mit 5600 Höhenmetern. Ja, das meiste ist mit Lift. Bis auf knapp 300 Höhenmeter oder so. Hab mich dann aber im Endeffekt dazu entschlossen, es nicht zu fahren, weil von diesen 91 Kilometern 15 Kilometer und 200 Höhenmeter nur Radweg an der Straße sind. Was mir mit Enduro einfach überhaupt nicht geil zu fahren ist. Also hatte ich null Bock drauf. Ich wollte gerade sagen, man hat ja auch nichts davon. Ja, vor allem habe ich dann in Saalbach noch einen alten Bekannten getroffen, der früher in Winterberg gearbeitet hat und jetzt eben in Saalbach Guide ist. Schöne Grüße an Sam, falls er das hört, ich weiß es nicht. Und habe ihn gefragt, ob er das schon mal gefahren ist. Also am Stück noch nicht, aber die einzelnen Etappen sozusagen schon. Und das war auch echt ganz cool. Aber ja, diese 15 Kilometer Radweg sind halt echt ein Pain. Und ich dachte, okay, das ist genau das, was ich hören wollte. Das fahre ich dann nicht. Sehr gut, ja. Und stattdessen habe ich mir gedacht, ja gut, dann fährst du halt in Saalbach und in Hinterglemm so viel du möchtest, fährst vielleicht nochmal nach Leogang rüber. Und bin dann am Ende auf 81 Kilometer gekommen und 5400 Höhenmeter, glaube ich, wovon dann 600 Höhenmeter selbst getreten sind, was schon auf der Karre schon nicht schlecht. Das war großer Fehler. Der Tod. Also ich habe es echt bereut danach. Weil, also der Trail ist ganz cool. Das ist in Saalbach der Hochalm-Trail gewesen. Ich werde auch noch ein YouTube-Video dazu machen. Also ich habe das alles gefilmt. Das kommt dann auf YouTube. Würde ich unten in der Videobeschreibung verlinken, beziehungsweise hier oben in so einer Infokarte. Und wenn es denn dann live ist. Und im Podcast könnt ihr das Ganze in den Shownotes dann auch sehen, da wird der YouTube-Kanal nochmal verlinkt. Und ja, das Problem ist, du musst diese Reiterkugelbahn, für die Leute, die schon mal in Hinterglemm waren, die wissen das, die Reiterkugelbahn hochfahren. Und dann musst du noch 500 Höhenmeter plus minus selber treten. Diese 500 Höhenmeter erstrecken sich auf, ich glaube, 6 Kilometer oder so. Wow. Sprich, Durchschnittssteigung, einfach mal entspannte 12%. Trail oder Schotter? Waldweg, also Schotterstraße. Ja, okay. Ja. Das ist trotzdem nicht angenehm. Und da sind halt Stücke mit über 20% drin. Und jedes Mal, wenn du unter 10% bist, dann hast du gedacht, oh, jetzt geht's endlich mal leicht. Und ich habe mir ja letztens den Wahoo gekauft und hatte den auch am Lenker und dann habe ich jedes Mal gedacht, so, oh, endlich unter 10%, jetzt geht's mal angenehm. Das Problem ist, ich bin diese Strecke vor 4 Jahren schon mal gefahren. Damals aber mit dem Nomad und das Nomad hatte eine Eagle. Das heißt, altes, mein altes bzw. jetziges Enduro hat nur 1x11. Also kein Eagle. Also fehlt dir ein ganz wichtiger Gang. Also für sowas definitiv, ja. Und ich hab gelitten. Also ich weiß nicht, für die Leute, die Instagram-Stories gesehen haben, boah, ich hab gekotzt. Also nicht wirklich, aber mental. Überaus verständlich. Vor allem habe ich das halt als allerletztes gemacht an diesem Tag. Und sprich, ich bin davor schon über 60 Kilometer Fahrrad gefahren. Autsch. Ja, sind die Liftfahrten und sowas mit dabei, ne? Also es kommt schon noch dazu, aber ja gut, waren am Ende vielleicht nicht ganz 60, aber also wie viel Lift fährst du denn da? Das waren trotzdem, weiß ich nicht. Ja, die gehen ja super schnell hoch, auch die Lifte direkt. Das sind also 50 Kilometer waren es mindestens. Und ja, also dementsprechend konnte ich mich abends dann nicht mehr bewegen. Aber es hat sich gelohnt. Es war ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr schöner Urlaub. Am nächsten Tag bin ich dann tatsächlich nur noch die zwei Fahrten, die in der Joker-Card inkludiert sind, gefahren. Weil ich dann gedacht habe, ja gut, also ich bin einmal Huckleback-Trail gefahren, der so ziemlich das Geilste ist, was man da fahren kann. Ja. Und meine Hände sind dabei gestorben und da habe ich gedacht, ja gut, jetzt machst du kurz Pause. Bin dann nochmal Panorama-Trail in Saalbach gefahren, das ist ein Flow-Trail, der relativ easy ist. Ja. Ein paar Jumps. Der war richtig gut, hat Spaß gemacht, aber auch da habe ich dann gedacht, ja gut, reicht jetzt, weil sonst ist es rausgeschmissenes Geld, wenn ich dann für eine 4-Stunden-Karte nochmal 35 Euro ausgebe und vielleicht einmal fahre. Das rentiert sich einfach nicht.
Da bin ich mittlerweile zu viel Schwabe, um zu sagen, das machen wir jetzt. Und, ja gut, auf jeden Fall deine Bike-Experience hast du ja auf jeden Fall an dem Tag oder in den Tagen auf jeden Fall voll ausgenossen, ausgekostet. Ausgekostet, ja. Also die Tageskarte davor hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was nämlich neu ist in Saalbach, früher war das ja so, wenn du eine Unterkunft mit Joker-Card hattest, war ja Bike-Transport mit den Lüften so viel du wolltest mit dabei. Ja, das ist nicht mehr? Das ist nicht mehr so, nein. Das ist ja doof. Zu Fuß, so viel du möchtest. Mit Fahrrad bei voller Gültigkeit für den ganzen Tag 2 Fahrten. Okay. Bei halbtags 1 Fahrt. Aber du bekommst 30% auf die Liftkarten. Okay. Also es ist immer noch, man muss jetzt was dafür bezahlen, aber andererseits ist es irgendwo auch verständlich, wenn die Leute halt nur zum Urlaub da hinkommen, eine Unterkunft haben mit Joker-Card, was mittlerweile eigentlich fast jede Unterkunft ist, und dann keine Liftkarte mehr kaufen, dann geht sich das halt für die auch nicht mehr aus. Ja, klar. Naja, und ich meine, so eine Tageskarte hat jetzt, glaube ich, 34 € gekostet. Ja, es geht aber auch noch, ne? Das ist noch okay. Ja. Und ich sag mal so, wenn du sowieso einen längeren Urlaub da planst, von einer Woche auf 2 übers Jahr, dann rentiert sich sowieso fast eine Gravity Card, wenn du sagst, okay, dann gehe ich noch 2-3 Mal woanders im Bikepark fahren, dann machst du das auch. Ja, toll. Hätte man den so vor der Tür wie du. Oder so nah zumindest. Ja. Aber es gibt ja bei euch auch Parks. Ja. Wow. Ja, ich wollte jetzt demnächst tatsächlich mal auf den Flow Trail in Siegen fahren. Okay. Den kenne ich noch nicht. Habe ich noch gar nichts von gehört auch, aber es soll wohl ganz cool sein. Mhm. Und weiß ich nicht. Also Bikeparks, ich habe ja kein Rad mehr für einen Bikepark. Ja. Aber diese Flow Trails, so ich bin immer noch total angefixt davon, mal richtig Cross-Country fahren zu lernen. Also jetzt nicht nur das Ding hier, da. Mhm. Bin gespielt, das ist total verwirrend. Das Ding da irgendwie halt für Touren zu verwenden, was brillant kann, weil es super schnell ist. Aber wenn du dir auch nur einmal ein Cross-Country-Rennen anguckst, wie die Typen, also das kann und werde ich nicht können und wollen, aber also Federweg kann man ja auch mit ein bisschen Fahrtechnik vieles ausgleichen. Damit würde ich zwar nicht in den Park offensichtlich, aber mal so ein paar geile Flow-Trails so, damit zu fahren, ich mein, auf jeden Fall noch auf Programm. Mein Enduro, was mehr ein Trailbike ist, hat 150 vorne, 130 hinten, und damit bin ich ordentlich geballert jetzt am Wochenende. Ja, also es ist ja mit dem genau dem Setup war ich ja auch in, also allerdings auf 29 war ich ja auch in Saalbach. Ja, also es macht schon Bock. Wenn du ein bisschen sauber fährst, dann ist es echt gut. Ja. Und also das war Saalbach fand ich so ein bisschen schwierig, weil halt so die naturbelassenen Trails, Hackelberg Trail ist natürlich unglaublich gut. Mega. Vor allem seitdem sie die Bahn gebaut haben, dass du direkt hochfahren kannst aus Hinterglemm. Mm, ja. Oder im Sommer jetzt geöffnet haben. Also kannst du halt nonstop Hackelberg Trail fahren. Und sie haben einen Connector. Aber es ist halt auch echt, du bist halt tot, ne? Ja, natürlich. Also, ja. Ich bin immer unterschätzt, das immer mega, wenn der Trail so lang ist und auch so schön ist und du kommst halt unten an und du bist einfach, also ich weiß nicht genau, wie viel Zeit man da runterfährt, aber wie viele Kilometer sind das? 10? Also ich bin am Montag, bin ich Hackelberg Trail 2-mal gefahren. Das 2. Mal bin ich vom Gipfel bis ins Tal durchgefahren. Mhm. Ohne Pause, ohne Anhalten. Das? Ich habe 26 Minuten gebraucht. Alter. Ja. Und ja, weiß ich nicht. Da bin ich nicht fit oder zumindest nicht fahrtechnisch genug, gut genug, weil du konzentrierst dich auch krass. Ja. Und das, also man wird ja nicht nur körperlich müde. Und dann passieren halt Fahrfehler, also mir zumindest. Mhm. Vor allem haben die mittlerweile auch so ein Abbildstück da reingebaut. Ich weiß gar nicht mehr, ob das früher auch da drin war. Aber so ungefähr ab der Hälfte, also kurz unter der Hackelbergalm, geht es dann einmal für so 150 Meter knappe 20, 30 Höhenmeter hoch. Also es ist schon knackig. Und, ich wollte gerade sagen, das erwischt einen wahrscheinlich richtig böse. Ja. Und da haben die meisten auch geschoben. Und wenn du das dann in einem Stück durchfährst, danach ist es zum Glück relativ eben und ohne viel Kurven und Steine und weiß ich nicht was, sondern dass du da ein bisschen recovern kannst.
Aber es war schon ein Erlebnis, das einmal durchzufahren. War schon eine coole Aktion. Das ist cool. Das ist echt cool. Ja. Und ich fand mich mit 26 Minuten eigentlich recht fix. Hab mich auch relativ fix gefühlt. Mhm. Ja gut, ich habe schon viel moderat gefahren, um halt einfach Kraft zu sparen, um es nach unten zu schaffen. Und ich glaube, die Bestzeit sind halt einfach 18 Minuten oder so. Alter, was? Auf Strava. Das ist halt einfach so krank. War halt einfach 10 Minuten langsamer. Und ich habe mich jetzt nicht langsam gefühlt. Ja. Aber was tatsächlich echt übel ist, du musst echt, also wenn du auf Strava Kommjagd gehst, brauchst du ein E-Bike. Weil es gibt so viele, die da einfach die Comms mit E-Bikes gefahren haben, wo du denkst, so, ja toll, danke. Ja, das verstehe ich aber auch nicht. Das wird einfach mal Zeit für Strava, das mal anzupassen. Gut, mittlerweile kannst du sogar E-Bike angeben. Die haben jetzt neu, dass du Mountainbike, Rennrad und E-Bike und sowas angeben kannst. Aber wenn du es halt nicht angibst, dann... Ich wollte gerade sagen, wenn du es nicht angibst, ist aber mies. Aber wie willst du es auch kontrollieren dann im Endeffekt? Ja. Ich meine, gut, es gibt halt viele Leute, die haben dann angegeben, mit was für ein Fahrrad sie gefahren sind. Dann siehst du es ja. Aber im Endeffekt ist es ja sowieso nur ein Ansporn für dich, ne? Also so ein Komm. Du gewinnst ja nichts dadurch. So klar, du hast die Bestzeit. Aber ja, that's it. Aber es ist trotzdem cool. Und gerade in Saalbach lohnt sich ein E-Bike halt echt richtig gut, weil du so viele Trails hast, wo du die nicht unbedingt direkten Lift-Access haben und wo du dann echt mal noch ein paar Meter hochfahren musst. Sprich zum Beispiel Hochalm-Trail. Und da ist es schon ganz praktisch. Aber das ist noch ein Wort, was dazukommt und von daher brauchen wir das auch nicht. It is too much. Ja, haben ist besser als brauchen, ne? Ja, genau. Oder wie was? Genau. Ja. Ja, das war meine Woche. Sonst bereite ich mich jetzt sehr aktiv für Cycle Classics vor, die ja schon übernächste Woche sind. Ja, das ist tatsächlich ziemlich geil. Die Zeit rast. Gestern habe ich mal einen kleinen Ruhetag gemacht. Ruhe/Reisetag. Weil mein Körper einfach nur geschrien hat und es hieß, wehe, du bewegst dich zu viel. aber dann bin ich jetzt kurz vor der Aufnahme nochmal eben entspannte 20 Kilometer oder 18 Kilometer gefahren. Bei der Hitze. Ja, aber was soll ich machen? Heute Morgen wollten wir aufnehmen eigentlich, was ja auch kein Problem ist, aber sonst wäre ich halt heute Morgen gefahren. Aber es geht halt nicht anders. Ja, auf jeden Fall. Man muss fahren. Ich habe zwar gemerkt, dass so ein Ruhetag echt gut tut, aber ich merke tatsächlich gerade auch aktuell echt die Veränderung. Also ich bin jetzt in den letzten 2 Wochen zusammen 250 Kilometer gefahren. Und Ausdauer nimmt stark und schnell zu. Also es ist richtig krass, was gerade am Anfang regelmäßiges Fahren bringt. Das ist cool, ja. Ja, man merkt das immer, aber in die andere Richtung ja leider auch, ne? Wenn du mal ein paar Tage Pause machst oder machen musst oder so, dann ist das so schnell wieder weg. Ja, das ist die erste Fahrt nach Covid war ein Pain. Also, die war furchtbar. Vor allem war ich eigentlich, bevor ich krank war, hatte ich meine Bestzeiten immer. Da bin ich auf einer Runde von 30 Kilometern 29er Schnitt gefahren, alleine. Und dann bin ich halt 2 Wochen nicht gefahren und dann war alles weg. Autsch. Ja. Kommt alles wieder. Ja. Mhm. Ja. Ja, cool. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Leider ist es ja zu weit weg, sonst hätte ich echt richtig Bock auf Spectator zu sein. Ja, ist echt beim Rennen. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich ja auf dem Rückweg in Köln und dann können wir nochmal, haben wir ja schon überlegt, ob wir vielleicht ein, zwei Sachen unternehmen. Yes, genau. Das müssen wir uns gleich nochmal off-cam unsere Kalender abgleichen unbedingt. Yes. Auf jeden Fall. Yes. Hast du das Video gesehen, was ich dir geschickt habe? Habe ich das Video gesehen? Welches? Beide, aber vor allem das Lyrics. Das ist nämlich genau dein Ding. Nein, dann habe ich es noch nicht gesehen. Habe ich auf Discord hier geschickt. Ja, ich gucke ja jetzt nicht in Discord rein. Ich bin ja super. Achso, da, okay. Nee, habe ich noch nicht geguckt. Musst du dir auf jeden Fall später mal anschauen. Können wir auch gerne mal hier noch verlinken. Habe ich heute Morgen durch Zufall gefunden und es ist so ein gutes Video. Und okay, ich bin sehr gespannt. Es ist einfach, also es ist sowohl fahrerisch als filmerisch mega gut und es ist genau für dich, genau dein Ding. Mhm. Ja. Okay. Ja.
Was steht sonst so an? Die Woche. Vielleicht bin ich am Wochenende nochmal im Park. Mal hinter der Kamera. Ach so. Weil die Freunde, die auch hier aus dem Ort kommen, gesagt haben, weil wir eigentlich seit Anfang des Jahres mal Fotos machen wollten. Das sind ja die, die mich wieder zum Fahrradfahren gebracht haben und unbedingt Fotos haben wollten. Und dann waren wir halt im Geißkopf, wir haben keine Fotos gemacht. Waren wir in Sölden, wir haben keine Fotos gemacht, sondern wir sind immer nur Rad gefahren. Und dann hieß es jetzt, als ich nach Sawach gefahren bin, so, was machst du eigentlich am Wochenende? Ich so, Kalender geschaut, ja, eigentlich noch nichts. Ja, wir wollten nach ja, genau, dahin fahren. Und ich habe richtig Bock auf Fotos. Und ich so, boah, ja, Bock auf Fotos habe ich auch. Ich muss nur schauen, was mein Körper, was mein Fahrrad und was mein Konto sagt. Und ja, jetzt müssen wir halt mal schauen, ob wir es machen, ob wir woanders hinfahren oder weil zeitgleich sind auch Leute in Sölden, die ich kenne, die gerade ihre Fahrradmarke aufbauen. Ja. Skew Bikes, kleines Shoutout hier an der Stelle. Non-sponsored. Und ja, muss ich mal schauen, ob die ich kenne davon, auch jetzt da sind und ob wir dann lieber dahin fahren oder ob ich vielleicht da einfach mal ein Wochenende zu Hause bleibe. Das wäre nämlich auch mal angebracht. Stattdessen Kilometerschrubbe auf dem Rennrad. Das ist nämlich eigentlich wichtig. Ja, ich wollte gerade sagen. Wobei, es trainiert ja beides. Ja. Ja. Geht beides. Und Fahrtechnik ist, also wenn man gut Fahrtechnik drauf hat, ist halt auf dem Rennrad auch ein Riesenvorteil. Und ich kann mir vorstellen, im Rennen noch mehr. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Also ich habe richtig Bock auf das Rennen. Ich habe auch schon geschaut, was sonst noch so für Rennen sind. Und ich denke, nächstes Jahr wird es dann dort ein paar mehr Start. Fährst du im Rennen alleine oder fährst du irgendwie im Duo? Oder? Nee, wir sind zu dritt. Okay, also aber schon so zusammen halt, also als Team. Genau, wir sind auch als Team sogar gemeldet und starten zu dritt dann zusammen. Und ja, mal sehen, was das gibt. Krass. Unser Ziel ist es, also wir fahren ja die 60-Kilometer-Runde. Unser Ziel ist es, unter 2 Stunden zu fahren, aber ich denke, das ist ein Ziel, was auf jeden Fall erreichbar ist. Das ist mit gut Windschattenfahren und Co. schon drin. Ja, ja, ich meine, das ist ein 30er-Schnitt. Das ist jetzt, wir haben uns für einen 28er-Schnitt angemeldet. Ja, es ist schon ein 30er-Schnitt. Ist schon was, aber über 2 Stunden ist auch schon noch was. Ja, aber du darfst nicht vergessen, es ist in Hamburg. Ja, okay, ist flach. Also es ist relativ flach. Es gibt, glaube ich, einen Anstieg, der hat 7%. Das ist jetzt machbar. Und der ist auch nicht so hoch, nicht so weit. Und das einzige Problem ist der Wind. Das ist in Hamburg echt immer so ein Ding, ne? Also wenn es halt super windig ist, dann wird es vielleicht nicht machbar. Aber ja, selbst wenn wir zu dritt sind und dann so Timetrail-mäßig uns gut abwechseln können, dann geht das schon. Hast du schon mal richtig gemacht? Ich bin maximal immer nur zu zweit gefahren, deshalb ging das nie so optimal. Ich habe das einmal gemacht, wo ich früher gewohnt habe, bin ich so, ich weiß gar nicht oft, weil ich bin dann weggezogen, bei so einem Radsportverein mal mitgefahren. Ja. Und da war ich auf jeden Fall der Untrainierteste. Ja. Und der Rest war halt wirklich so diese, ich beschreibe sie immer als die Renngreise. So mega durchtrainierte alte Männer, die halt dann irgendwie im Ruhestand sind und nichts anderes mehr machen, außer halt auf ihren mega Rennmaschinen unterwegs zu sein. Okay. Und da waren wir auch, glaube ich, eine Ausfahrt zu fünft. Und dann sind die halt richtig, also dann wurde es richtig windig und dann sind die halt richtig so Tour de France-mäßig so gezirkelt, ne? Wieder höchstens so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sekunden vorne im Wind und dann wieder gewechselt. Und wir haben locker, also vorher, als wir so als Gruppe gefahren sind, 10 km/h weniger gehabt. Ja. Also das ist plötzlich so abgegangen und sobald du halt hinter einem, also so, sobald du im Windschatten warst, du hast gefühlt nicht mehr getreten für die Geschwindigkeit. Also das war richtig cool. Also man sagt das immer so und ja, guck mal, der ist jetzt im Windschatten von dem so, aber man zweifelt das ja schnell mal an, aber wenn man das richtig kann und gut macht, Halleluja. Also da habe ich auch echt mal wieder Bock drauf. Und ich weiß auch nicht, ich bin mal mit meinem Kumpel, mit dem ich früher mal gefahren bin, bin ich mal ein so ein Ding
da haben wir uns irgendwie mega verfahren und mussten dann von der tollen Route, die wir gefahren sind, weil es irgendwie da gesperrt war oder wie auch immer, irgendwie so 10 Kilometer Landstraße, aber so richtig, wo 100 km/h ist, weißt du, so auf dem Seitenstreifen, ne? Richtig, eigentlich richtig ätzend. Ja. Wir haben auch nur gesagt, okay, das sind jetzt 10 Kilometer. Ich will jetzt einfach nur noch nach Hause, wir powern die jetzt durch und jeder so lange kann vorne im Wind, großes Kettenblatt. Ja. Ey, das war so cool einfach. Ja, ich hab halt, ich glaube, ich muss mir echt noch ein Kettenblatt bestellen davor, weil ich hab's heute nochmal versucht. 45 ist vorbei. 45, 50, mehr geht nicht. Ja, ist halt die Frage, was du auch für ein, ob du eher hohe Frequenz oder hohe Power trittst, ne? Ja, aber die Frequenz ist zu hoch, um dann Power zu geben. Das ist. Das meine ich, das meine ich, genau. Und ja, dann mach das mal. Ich sag mal so, wenn ich einen guten Moment habe, dann kann ich auch entspannt die 35 mal durchfahren für, weiß ich nicht, 15 Minuten oder so. Also das geht schon. Ja, ja, da bin ich zum Beispiel ein bisschen anders. Also ich trete lieber kleinere Frequenz und dafür mehr Power. Also wenn ich schnell fahren will und muss, dann die ganze Zeit so hohe Frequenz halten, das ist nicht so meins. Ja, ja, deshalb hätte ich halt auch lieber mal ein größeres Kettenblatt, um dann nicht immer auf dem kleinsten Ritzel fahren zu müssen, sondern auch mal eine Reserve zu haben. Weil ich bin jetzt auf der letzten Fahrt gerade eben, bin ich nochmal drei Segmente gefahren. Bei dem einen, was ein bisschen downhill geht, bin ich tatsächlich jetzt unter den Top 10 mit knapp 50 km/h, aber ich kann nicht schneller. Es geht nicht, weil Power kommt nicht mehr an. Ja. Das ist halt nervig. Und gerade dann, wenn es dann noch um Windschatten geht und so und im Peloton, dann. Ja. Ja, muss halt doch gleich nochmal was bestellt werden. Ja, hoffen mal, dass es lieferbar ist. Ja. Ach. Ich habe tatsächlich letztens zum ersten Mal, und ich komme ja aus dem E-Commerce, ich habe für alles Verständnis, aber ich habe letztens zum ersten Mal eine große Bikepart-Bestellung storniert, weil die halt 2 Wochen in Bearbeitung war. Oh, wow. Wo ich dann echt gesagt habe, okay, so erstens, jetzt brauche ich die Hälfte davon nicht mehr und zweitens, irgendwie habe ich dann jetzt auch keinen Bock mehr, nochmal 2 Wochen zu warten. Dann gucke ich, dass ich es entweder woanders herkriege oder mehr alternative Produkte suche. Ja. Ja. Das ist gerade nicht so einfach mit den Bike-Teilen. Ja. Aber so ein Einfach-Kettenblatt halt zu bekommen, ist jetzt gar nicht mal so easy. Ach so, du brauchst ein großes Einfach. Ja. Ja. Was halt auch auf die Aufnahme mit, passt und so. Ich wollte gerade sagen, brauchst du einen Direct Mount oder? Muss ich gleich unten mal schauen. Ich glaube, ich kann beides fahren. Ah, ich habe aktuell einen Spider dran, aber ich könnte, glaube ich, auch Direct Mount fahren. Ich glaube, Direct Mount in der Größe gibt es gar nicht. Das ist physikalisch, glaube ich, nicht so sinnvoll, oder? Ja. Ja, allein Kraftübertragung. Ja. Und dann muss ich noch schauen, was für ein Lochkreis und keine Ahnung was. Ja. Wobei, du könntest natürlich das Glück haben, dass du von den größeren Rennradgruppen die Kettenblätter quasi auch fahren kannst. Du brauchst halt nur eins. Nee, du brauchst ja ein X. Du brauchst ja ein Einfach, ne? Ja. Wie heißt nochmal diese komische X-Verzahnung? Ja, X-Sync. Du weißt, was ich meine. X-Sync, genau. Hier gibt es mit 42 Zellen, aber das ist halt zu wenig. Es ist halt traurig. Ja. Das ist richtig bitter. Ja, 44. Ja, 90 Euro, entspannt. Läuft. Yo. Ah, einmal einfach, 44 Zähne. Moin, aber lieferbar in 2 bis 6 Tagen. Schauen wir halt aber mal. Aber 44 Zähne, was hast du als kleinstes? Ein 11? Hm? So, das ist schon mal okay. Was hast du als größtes? Ein 40 oder ein 42? Weiß ich nicht. Also am Berg fährst du dann nicht mehr untersetzt. Ja, also Bergfahren wird dann halt echt ein Pain. Mhm. Also, I know. Aber ich meine, dann muss ich halt, wenn ich hier fahre, entscheiden, welche Route ich fahre und dementsprechend das Kettenblatt wechseln. Ja, nee. Aber das ist halt nur dein Renn-Setup. Wie ja, richtige Profis haben ja ein Renn-Setup und ein Training-Setup. Mit bisschen Glück habe ich ja vielleicht sowieso bald ein anderes Radl. Mhm. Ja. Da bin ich im Moment auch noch in tiefer Versuchung. Naja, das ist aber ein anderes Thema. Ja, das kann man dann in 2 Wochen schauen, wenn ich da bin. Ja. Yes.
Steht bei dir noch was an? This week. Du, nee, diese Woche, nö. Gar nicht eigentlich. Also ich habe jetzt nur so ein bisschen den August noch durcharbeiten. Danach habe ich ja Urlaub. Da geht es dann ein bisschen Mountainbiken. Aber ich habe, was habe ich denn? Nö, Fahrrad reparieren. Ich muss das Ding erstmal zum Laufen kriegen. Ja, wenn du das brauchst, sag Bescheid. Ja, wie du ja weißt, habe ich ja meinen Shifter kaputt gemacht. Das weiß ich gar nicht. Das hast du mir nicht erzählt. Doch, das ist, doch. Ich habe den doch auseinandergebaut. Ach so, die ja. Die Feder ist doch aus der Noob gesprungen. Ah, ja. Und bäh. Ja. Ja. Und mindestens einer von uns hier, ich, hat nicht die ruhige Hand für diese ganzen Fizzles-Arbeiten. Und ich habe deswegen, ich habe es wieder alles wieder zusammengekriegt, aber irgendwie, er schaltet halt nur noch 11 Raststufen. Anstatt 12. Was bei einer 12 auch halt scheiße ist, ja, genau. Ja, schauen wir in 2 Wochen. Ja. Ja, irgendwie so. Schön. Ich meine, ja. die Mountainbike-Shifter sind jetzt nicht so schwer. Ja, ich finde es halt nur, also ich meine, ich verstehe, dass die ein bisschen komplexer sind, weil die mittlerweile 12 Raststufen haben, aber früher. Aber eigentlich hört sich auch schon an wie so ein alter Mann. Da nicht so viel dran geändert. Jein, weil bei den älteren Shimanos zum Beispiel konntest du den Zug von außen reinführen. Der hatte so ein kleines Loch und du konntest den Zug durchführen und dann hatte der halt den Zuggegenhalter und die Mechanik innen drin. So, das kannst du bei den SRAM-Dingern aber nicht machen, wenn du dir den Zug den musst du aufschrauben. Hast. Genau, dann musst du das Ding aufschrauben. Ja. Ja, und dann ist er mir irgendwie. Das Wichtige ist halt, wenn du den Zug reinführst, dass du auf dem letzten kleinsten Gang bist. Ja, das aber kann nämlich auch sein, dass ich das irgendwie verkackt habe. Keine Ahnung. Ja. Ich hatte ja auch das nur gemacht, es war ja so eine Hauruck-Aktion irgendwie abends, weil das war ja alles zusammengebaut und passte und so weiter. Und dann habe ich aber den Rahmen ja getauscht, beziehungsweise habe die Teile alle ans neue Rad gemacht. Und das war halt vorher ein Fully. Und jetzt frag mich nicht warum, aber das Fully hatte halt einen kurzen Radstand. Und da war der Zug halt genauso 2 Zentimeter zu kurz. Mhm. Und dann beim besten Willen habe ich die Schalt, also der war, das ging einfach nicht. Also der hat wirklich genau so einen Zentimeter nicht die Zug, in diese Mutter wurde den Zug mit Festschraubs gepackt. Oh. Und dann halt scheiße. Oh. Dann habe ich erstmal angefangen, alles wieder raus. Dann habe ich oben, der hat ja so eine blöde, sieht man ja auch auf dem Video, hier so eine blöde Durchführung durch die, durch den Rahmen. Erstmal super ätzend. Und alles wieder raus und dann habe ich erstmal die Zughülse oben noch gekürzt, also die Hülle oben gekürzt. So gewinnst du ja auch noch ein bisschen Zug, aber es hat nicht gereicht, partout. Aha, ja. 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 Und dann dachte Klein Ben, ist voll einfach, man muss das nur hier rausziehen und keine Ahnung, und dann muss ich hier die Schraube öffnen und habe ich dann die falsche Schraube zu weit geöffnet oder so. Und in der Regel muss man einfach oben diese Abdeckkappe abmachen. Ja, hätte ich das gewusst. Beim nächsten Mal frage ich. Ach, ich kenne mich ja nur mit Rennradkram aus. Also besser zumindest. Dafür kenne ich mich besser mit Mountainbike-Zeug aus und nicht mit Rennrad. Ja. Ja. Siehst du, das ist gut. Da können wir uns gut austauschen. Aber hey, ich darf mir bald, wenn die Bremsbeläge beim Mountainbike hinten abgenutzt sind, neue Bremsen kaufen. Was? Ja. Weil. Ich weiß nicht, ob ich das war oder ob irgendjemand anders das war. Jetzt aber kommt's. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war ich das. Einfach mal den falschen Splint mit Wucht reingeschraubt habe, weißt du, diese Sicherungssplint? Ja, ja, oh ja, nein. Und jetzt ist halt das Gewinde in Bremskörper defekt. Aber kannst du nicht einen nicht schraubbaren Splint benutzen? Also so einen aufbiegbaren? Die müsste ich besorgen. Ja, ginge tatsächlich und auch. Die Frage ist, ob du das Ding noch ohne auszubohren wieder rauskriegst. Ja, das, also die letzten habe ich mit Zange und viel Geduld und viel Kraft rausbekommen. Mhm. Und habe schon gesagt, so, ja gut, wenn die jetzt durch sind, dann ist vorbei. Aber andererseits sind die Bremsen von 2015, die haben 3 Jahre Minimum gestanden. Mhm. Und dementsprechend war halt auch, als ich die das letzte Mal jetzt letztens entlüftet habe, einfach mal alles schwarz und der Druckpunkt wandert halt wie die Sau. Also entweder schwarz ist ja meistens auch, dass es schon ein bisschen Überreste der Dichtungen und sowas angefressen hat. Ja. Exakt. Und entweder müsste ich die komplett servicen,
Und da ist sowieso, es sind Guide. Ja. Guide R. Ja, okay, Guide R ist schon fast wieder okay. Die sind okay, definitiv. Also, ja, die bringen mich schon zum Stoppen. Aber ich meine, jetzt mit mittlerweile zum Glück 95 Kilo, nicht mehr 105, ist es, ja, ein bisschen mehr Bremspower finde ich schon nicht schlecht. Ich habe so eine kleine Aversion gegen SRAM-Bremsen, muss ich sagen. Bin schon einige gefahren und wir haben uns nie vertragen. Ich bin Shimano eine Zeit, also ich hatte die Saint-Bremsen mal eine Zeit lang am Downback. Mhm. Die waren ganz nice. Aber bin dann halt über Sponsoring bzw. Kontakte immer SRAM-Sachen gefahren. Und bin halt da dann auch günstig drangekommen. Beziehungsweise for free. Mhm. Und bin ja, halt gut. Das gefahren und bin da eigentlich immer gut mit klargekommen. Aber jetzt überlege ich tatsächlich, wenn ich mir neue kaufe, ob ich nicht vielleicht mal Magura ausprobiere. Ja, schwören ja viele drauf. Ja, ja. Ja. Aber. Ja, ich bin ja sehr, also ich tüftle ja gerne, wie du schon gemerkt hast. Und es gibt ja ganz viele, die schwören auf Shigura. Mhm. Shimano Bremshebel und Magura Bremssättel. Ja, geht, weil beides Mineralöl ist. Genau. Und Druckpunkte passen wohl auch. Und die bei Shimano passen aber wohl einen Ticken besser. Also ist natürlich Personal Preference, aber. Mhm. Ich meine, die Shimano-Hebel sind auch echt geil. Ja, die sind mega. Was kosten denn? Jetzt wieder abgehoben, was kosten denn XDR-Bremsen? Du brauchst keine XDR-Bremse, wofür das denn? Weil haben ist besser als brauchen, haben wir doch schon festgestellt. Ja, okay. Ja. Also ich lasse dich höchstens eine XT kaufen. Also Shimano XTR Set kostet 400 Euro. Ja, wow. Aber das XT Set kostet wahrscheinlich so 200. Und ist nur einfach 3 Gramm schwerer. Schauen wir mal. Da gibt es nur Bremsbeläge, keine Bremsen. Echt? Gott. Zumindest alles auf der Seite. Oh, ich sehe gerade Ceramic Speed. Ja. Es gibt eine Menge cool. Alles, was von Ceramic Speed ist, ist cool. Shimano XT Bremsen 300 Euro. Also ein Hunni günstiger. Okay. Ja, mit 300 Euro habe ich sowieso gerechnet, sowas um den Dreh. Also ich habe letztens schon die Diskussion auch mit einem Kumpel geführt. Ich finde, langsam kommen wir in so Gefilde, wo das alles nicht mehr in richtiger Relation steht. Also ich verstehe zwar Angebot und Nachfrage, ich verstehe Marktwirtschaft, ich verstehe Engineering, aber ich weiß auch, was eine komplette Bremsanlage für meinen BMW kostet. Also und das ist genauso viel. Komplettes Bremsenset, ne? Vorder- und hinterer Bremse. Ja, aber ohne Scheiben. Ja. Die Scheiben kosten ja auch nochmal ein Fuffi pro Stück. Ja. Das aber, ist ja. Ja, es ist einfach absurd. Also ich habe da auch letztens mit einem Kumpel drüber geredet, so, aber es gibt einfach, es fährt fast jeder ein Neurad. Ja. Wenn du irgendwo unterwegs bist und die Räder kosten halt einfach mal, du kriegst keins unter 5000 Euro. Ja. Und es sind kleine Kinder, die fahren und ich meine, ich habe auch jung angefangen. Ja. Und ich hatte das Riesenglück, dass meine Eltern mich dabei unterstützt haben. Aber. Ja, aber also, das ist ja auch diese Leasing- und Finanzierungsgeschichte, die halt im Moment voll reinhaut. Ja. Aber ich würde also meinem Kind jetzt kein Rad finanzieren, also irgendwie auf Pump kaufen, was 5000 Euro kostet. Nee, aber viele machen das. Ja, das stimmt. Bin ich sicher. Ja. Also ich fahre ja auch hier regelmäßig in der Umgebung und bin da auch viel an so Bike-Hotspots, also wo halt einfach, also wir haben ja hier so stillgelegte stillgelegte Eisenbahntrassen, die dann halt so Fahrradstraßen sind. Da, also hast du halt auch, weiß ich nicht, kannst du 30, 40 Kilometer durch die Stadt fahren und hast halt kein einziges Auto gesehen. Das ist ganz cool. Aber du siehst halt deswegen tausende von Fahrrädern da und also nie und nimmer sind auch nur 50% dieser Räder bezahlt. Weil es sind halt alles E-Bikes von, keine Ahnung was, Track und weiß nicht, tausend andere Brands, die halt jetzt in den E-Bikes irgendwie voll reinhalten, wo
ganz klar ist, dass die Dinger dann 5.000, 6.000 Euro kosten, wo Omi gerade mit unterwegs ist oder halt irgendwie die Studentin von nebenan so und never ever sind die bezahlt. Also ist ja auch im Autobereich genauso. Ja, klar. Und das muss man, glaube ich, einfach auch so mit akzeptieren. Aber das wirkt sich halt auch krass auf diese ganze Ersatzteilbranche aus. Ja. Ja. Ich muss dich noch mal kurz unterbrechen. Die Shimano XTR. Was hast du gesagt? Wie viele sind die leichter? Ich hätte jetzt gesagt, die sind so 10 Gramm, 20 Gramm. 25 Gramm. 25 Gramm. Ich finde, da sind 100 € mehr schon gerechtfertigt. Das Lustige ist, die Shimano Saint sind leichter als die XT. Dein Ernst? Die Ja. Shimano Saint ist ja voll der. Ja, wobei die ist ja auch top of the line, ne? Ja, und die ist 50 €, die kostet 350, das Set. Was auch krass ist, weil die kostete, ich habe die vor einem Jahr gekauft, da kostet die noch 270. Also es ist absolut gestört, was in den Preisen los ist. Ja, Ich ne. habe in Saalbach auch mit einem guten Bekannten geredet, der diese Bike and Soul Shops dort leitet. Also ist nicht der Chef, aber der organisiert die ganzen Sachen und so. Die kriegen einfach keine Leihbikes. Also die haben Leihbikes bestellt und die sind einfach wieder storniert worden, weil die Händler nicht liefern können. Autsch. Und Bio-Bikes bekommt man schwerer als E-Bikes. Echt? Ja. Also er hat gesagt, von der Aber Marke ja, wahrscheinlich haben die bestellt geht und ja. die normalen Bikes bekommen sie einfach nicht her. Wahrscheinlich ist die Marge auf einem normalen Bike geringer und deswegen die Hersteller erstmal alle Teile, die sie kriegen können, an die E-Bikes packen. Gut möglich, ja. Ja. Krass. Ja. Das ist richtig verrückt. Naja, muss ja auch irgendwann nochmal wieder vorbei sein. Ja, das Zeit wird's. Time will tell. Genau. Aber ich habe sowieso ja gesagt, Mountainbiken greift so ein bisschen meinen Körper an. Also das nächste Rad wird wieder ein Rennrad. Habe ich mehr Spaß mit aktuell. Und das andere funktioniert. Da besorge ich dann halt mal neue Bremsen für Service, die Gabel nochmal, pack vielleicht einen anderen Dämpfer rein und dann läuft das Ding auch wieder einwandfrei. Ich bin ja so Ja, auch gut eben. damit unterwegs. Ja. Yes. Das heißt, wir werden irgendwann mal eine Folge über Aero-Rennräder machen. Yes, auf jeden Fall. Man munkelt ja, dass ich jetzt auch in the market dafür bin. Ja. We will see, we will see. Ja. Oh boy. Bin sehr gespannt. Gut. Wir haben Ja. unsere erste Folge mit Video überstanden. Wie hat es sich angefühlt? Ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass ich aussehe wie ein Hummer. Aber ich habe es eben schon mal einmal kurz in die Kamera gezeigt. Es hat einfach 29. Schafft er es auch, das scharf zu stellen? 29,4 Grad und es hatte eben auch schon über 30. Ach du Scheiße. Ja. Und es ist halt einfach halb 10. Ja. Ja. Also bei mir ist Viertel nach neun. Ich weiß, wir leben 600 Kilometer auseinander, aber nicht 15 Minuten Zeitverschiebung. Also bestimmt Jetlag, wenn du hier ankommst. Ich glaube auch. Aber ja, Freunde, wenn euch diese Episode gefallen hat und vor allem, wenn ihr das Videoformat feiert, sowohl auf Spotify als auch auf YouTube, lasst gerne ein Abo da, folgt dem Podcast und schreibt auf YouTube mal in die Kommentare, welches Thema ihr denn noch gerne sehen wollt. Wir schulden euch immer noch die Episode über Kaffee. Und ich glaube, wir hatten noch ein anderes Thema, das muss ich noch mal raussuchen. Wir hatten zumindest noch auf unserer Liste Traumfuhrpark. Genau. Auch cool. Diese Episoden wird es dann in Zukunft noch geben. Die müssen wir aber halt ein bisschen vorbereiten. Das jetzt war auch wieder so eine Spontanfolge und eine sehr fahrradlastige Folge. Aber ich denke mal, das spricht unsere Zielgruppe doch definitiv auch an. Das ist man ja von uns auch schon gewohnt, oder? Definitiv. Und ja, Gut. ansonsten, Ben, hast du noch irgendwas zu erzählen? Nee, ich bin ja auch im Abmoderieren ungefähr so gut wie jemand, der nicht gut abmoderieren kann. Deshalb wollte ich dir das auch Also, gerade abnehmen. ja, natürlich, dann mach das mal gerne. Genau. Voice Crack, ja. Okay. Ja, also wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, bewertet die Folge und wir würden uns sehr freuen,
wenn ihr diese Episode noch mit euren Freunden teilt und gerne auf Instagram verlinkt. Macht uns mal einen Screenshot, wenn ihr die Episode hört und postet die in eure Instagram-Stories. Wir werden die reposten. Und ansonsten würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, hier ist Mike's. Und bis dahin, ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Das war es auch schon wieder mit Beards on Mics. Wenn euch diese Episode gefallen hat, vergesst nicht, sie zu bewerten und teilt sie mit euren Freunden. Nicht vergessen, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Beards on Mics.